Ja, ich befürchte ja, dass wir gar nicht da ich sind. Ich stehe in dir. Hier drinne. Hey. Auf der Straße. Auf der Straße. Hier waren wir aber nicht. Es regnet. Ha? Ja, geil. Moment mal. Hier waren wir nicht. Ah, hier waren wir aber vorher. Da war ich hier in dem Bus drinnen mit dem Koffer oder was? Nee, da hast du doch was gefunden. Ja, ja. Die Flasche. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Sorry, da war schon wieder dieses leuchtende Ding, Holzsammlerteil. Hey, hier liegt Schachtel Zigarette. Oh ja, hau rein. Also dann, egal, wenn man aus dem Spiel geht und da wieder reinkommt, dann ist wieder Zufallsloot. Ja, ich rauche eh nicht. Hier ist noch eine Flasche drin. Eine Bierflasche war da drin. Kann ich eigentlich durch dich durchglitschen, oder? Ja, irgendwie kommen wir seltsamerweise aneinander vorbei, obwohl wir beide fast so breit wie der Gang sind hier. Cool, aber die Sachen und alles sind noch am Start. Ich gehe mal wieder den grünen Pilz ansammeln, der wieder da ist. Holz hacken. Holz hacken. Holz hacken. Ich hacke Holz. Okay. Holz kann ich nehmen, Pilze nicht. Diese Pilze. Wollen wir vielleicht noch mal? Braucht man im Fallout 4, um Antibiotika herzustellen. Okay. Wollen wir vielleicht noch mal wieder rausloggen und uns einloggen, damit wir Sonne haben? Ja, das wechselt dann schon. Nehme ich mal an. Also wir waren... ja. Wir waren hier rüber Richtung dem... Ja, wir wollten Verbrannte kloppen. Die verbrannten Boss wollten wir kloppen. Ja, aber ich denke, es sind alle wieder da. Macht doch nichts. Du hast das gestern doch auch alleine gemacht. Naja, also ich vermute jetzt, dass das halt dann wieder alles... Ja, aber kriegen wir hier dann nicht eine Ausrüstung schon mal? Also ich wäre dabei. Ja, klar. Oh, die Mutterbeere, die ich ja vorher schon eingesammelt habe, die sind hier auch wieder. Ach cool. Ja, stimmt, alles wieder da. Springt da gleich wieder eine Ratte raus? Nee, ein Hund ist da diesmal. Da kommt gerade auf dich zu. Siehst du den nicht? Doch, doch. Ich verfolge ihn. Oh, fertig, ich hab hier ganz viele. Herausforderung, ja. Okay, schon wieder. Warte mal kurz. Wo ist er jetzt? Ist ja creepy. Ja, die, guck mal meine Baseballkeule an. Schön, voller Blut. Oh, Mano. Die ist voll langsam. Das ist wie wenn ich eine Zweihandwaffe in der Hand habe. Die Machete schlägt sie voll schnell, aber die hier hat sie gerade voll lahmarschig geschwungen. Hatte ich vorher nicht. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Das Hackebeil in der Hand? Ja, aber vielleicht später erst. Nee, die Mehrzweck-Axt war das. Ich habe da zwei, okay. Ja, die sind schon fast kaputt. Die Machete ist bei mir ziemlich ganz. Okay, dann lasse ich das mal. Wenn ich eine bessere Waffe finde. Also nicht nur auf den Schaden achten, sondern auch auf den gelben CND-Balken da. Ob sie noch überhaupt ganz ist. Weil... Die macht dann auch keinen Schaden mehr, wenn sie defekt ist. Okay, warte mal. Ach, da ist ja wieder die Halle, die, wo wir vorher waren. Ja, mein Baseballschläger ist nicht mehr so richtig doll. Da können wir ja wieder das Zeug so ein bisschen zusammenlegen. Oder besser gesagt, vernichten. Ja, wir müssen erstmal die verprügeln, die da drinnen sind. Da ist die Hütte voll. Hast du nur ein halbes Leben, Milena? Nee, du bist das. Du hast nur ein halbes Leben. Du musst was essen. Gegrillter Radfleisch? Jawohl, okay. Jawohl, das war ich. So, jetzt. Und da ist die Bude voll, hast du gesehen? Ja, der ist wieder hier. Au! Hast du gesehen, wie lange sie braucht, bis sie ausholt? Ja, in der Zeit habe ich schon zugeschlagen. Hast du schon zweimal geschlagen, aber dafür mache ich, glaube ich, mehr Damage.
Okay, hier in der Kiste ist das mal nichts drin. Da steht doch einer gleich wieder hinter der Cola. Hinter dem Cola-Apparat. Hinter dem Laster ist auf jeden Fall einer. Ja. Oh, der hat eine Lederrüstung. Au, da schießt wieder einer. Wo denn, wo denn? Hier, hier bei ist mir. Er, hier ist er. Alter, was hat denn der für eine Wumme? Der ist... Der hat eine Krone. So. Nee, hier bei mir. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bist du tot? Nee. Nein, 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 alles gut. Shit, shit, der lebt doch hier. Okay, zweimal daneben Alter, geschlagen. Das war knapp. Ich muss schnell was essen. Alter, der war ja... Hast du so eine Lederrüstung, die du anziehen kannst? Außer... Also warte mal, Fleisch von Mischlingshund ist noch nicht gegrillt. Nein. Okay. Warte, ich schau mal. Hm. Hast du... Ich muss mich erstmal hast schnell du heilen. Hast du Köterkeule? Ja, ich habe was gegessen, jetzt erstmal. Mein Charakter warte, schwankt schon total. Ich schau mal, was passiert, wenn ich da zwei Köterkeule... Was ist jetzt passiert? Hier, siehst du die Tasche? Vor mir? Ja. Ach, danke schön. Ich glaube, ich habe eigentlich was zu essen, aber ich jetzt so auf die Schnelle... Ja, ich wollte mal ausprobieren, wie das geht da. Guck mal, hier kannst du sie auch looten. Oder es. Hier, wo ich gerade bin. Ah, habe ich schon. Der war krass. Der hat eine komplette Lederrüstung oder sowas noch drüber. Nein, der da drüber, hier, der hat eine Krone auf dem Namen gehabt. Der da geschossen hat. Was. Der boah, hatte... der hat krasse Sachen dabei. Genau, der hat so... Moment mal. Kann ich da... Oh, ich bin voll doll verstrahlt. Ich habe nur ein Lederbrustteil. Ich habe noch nichts anderes. Okay. Ich habe, glaube ich, auch noch keine... Lass uns mal erstmal kurz hier ausrüsten. Spätestens bei der Aufseher-Camp-Maschine können wir dann... Oder müssen wir dann... ein Lederrüstungsteil herstellen. Das heißt, dass du dann auch gleich die restlichen Teile, die dir fehlen, auch herstellen kannst. Okay. Puh, mein Charakter schwankt gerade irgendwie so komisch hin und her. Wovon ist das wohl? Ah, ich habe Durst, okay. Hast du auch Durst, wenn du einen roten Wassertropf hast? Deswegen schwank ich. Ja, da musst du was trinken. Sehe ich gerade, ich habe kaum noch Wasser. Okay. Ja, egal, trinken wir das mal. Hatte ich nicht vorher ein Bier? Wo ist das Bier? Wodka könnte ich auch trinken, dann bin ich besoffen. Sirup? Sirup? Ja, bringt auch was. Sirup. Toll, ich habe jede Menge schmutziges Wasser. Ist hier irgendwo was? Ah, das mit dem Wasser kommt dann im anderen Dorf. Neben der Aufseherin. Oh, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Wie kommt das denn auf einmal? Dann lernt man, Moment mal, hier, abgekochtes Wasser. Nee, 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 ich hab's gefunden. Dankeschön, ich hab's gefunden. Warte mal, Buff Out, was ist das denn? Das kannst du nehmen und dann ist deine Stärke für einen Moment höher und du machst mehr Schaden. Aber Essen und es, Gesundheit und aber Durst sowas würde ich nur nehmen vor einem Bosskampf oder so. Ja, Buffout oder Psycho oder Medics, dass du mehr Schaden einstecken kannst. Psycho, dass du mehr Schaden machst. Und Buffout, dass du mehr Schaden machst und deine Stärke mal für 1-2 Minuten um 2 Punkte höher ist. Ja, okay. Ich werde nochmal jetzt ganz kurz. Ich habe gerade so viele Waffen eingesammelt. Ich check das mal kurz ab hier. Bist du schon an der Maschine dran? Ja. Okay, dann drücke ich auch mal. Ah, geht. Okay. Vernichte, vernichte, vernichte. Ich bin nicht sicher, ob ich die Flasche New River Red Ale behalten soll. Ob da was drin ist, ob das ist ja unter Schrott. Ob ich die dann mit Wasser füllen kann. Ich weiß nicht, ich habe auch so eine. Ich behalte die mal. Ich habe zweimal den Schlagring. Ist das tauglich für uns oder soll ich die zerlegen? Die würde ich jetzt zerlegen. Ist eine Machete besser. Zwei Mehrzweckaxt. Wenn ich reparieren könnte, könnte ich die zusammen reparieren. Cool, ich habe... Oh.
Oh, das ist cool. An die Werkbank gegangen, jetzt schönes Wetter. Kannst du mir sagen, wie ich was rauslege für dich? Wenn du, wenn du ins Menü gehst und dann das bestimmte Objekt mit Viereck hinlegen willst, rausschmeißen. Also Quadrattaste, schmeißt du das raus und dann liegt es dann in der Tüte auf dem Boden. Hier. Ich habe gerade ein Jagdgewehr vernichtet. Oh. Okay. Moment mal. Ich habe jetzt zweimal. Ich dachte, du hattest noch keinen. Nee, ich habe eins, das ist doppelt so heile noch. Ja, dann zerleg's ruhig. Ich habe irgendwie voll viel Zeug gerade eingesammelt. Eine Axt weg. Okay, jetzt habe ich da wieder ein bisschen Platz. 95 von 180. Ich habe 180 Tage Kapazität. Wovon habe ich denn bitte das große rechte. Die große rechte Geweihstange, wo habe ich die denn aufgesammelt? Was für eine Stange? Große rechte Geweihstange. Also das Geweih von einem Hirsch, aber nur dieses rechte. Vielleicht als wir vorher noch da die Hirschkuh, die zwei da erlegt haben. Ah, ja, ja. Obwohl da gibt es ja eigentlich nur Fleisch und Leder. Nee, das gibt Knochen, wenn ich das jetzt zerlege. Braucht man für irgendwas Knochen? Ja, ja, zerleg's. Dann ist das Gewicht weg, und weil du brauchst das Teil jetzt nicht. Aber die Komponente brauchst du dann nachher. Und mit den Komponenten kannst du ja was herstellen. Und darum hat es hier keinen Wert, das Zeug zu sammeln wie in Fallout 4, sondern gleich zerlegen. Ich habe es gesammelt in Fallout 4, aber ich habe es auch zum Teil alles auf den Boden geschmissen und gleich zerlegt, weil ich die Komponenten gleich haben wollte, zum Verdoppeln. Also ich habe dann Fallout 4 gestartet, bin aus der Vault gekommen, habe ganz Sanctuary durchgescrapped und habe dann alle Komponenten ein paar Mal verdoppelt, damit ich gleich anfangen konnte zu bauen. Ja, und erst, cool. Und erst, also ich habe gerade noch einen Revolver gefunden. Und erst nachher, wo ich dann auf Loot-Tour war, hatte ich dann so den Schrott mal so auf die Seite gemacht, damit ich den dann benutzen konnte zum Dekorieren oder... Okay. Ja, cool. Also mein Baseballschläger geht wohl demnächst kaputt. Ja. Oder geht er dann komplett kaputt oder macht er einfach nur keinen Schaden mehr? Nee, der hat dann einfach null. Aber dann kannst du ihn dann auch zerlegen und hast dann halt ein Holz. Und ein Holz wiegt nur 0,01. Aber der Baseballschläger wird wahrscheinlich viel mehr wiegen jetzt, oder? Der Baseballschläger wiegt jetzt 3, ja. 3 Kilo? Das Problem ist, der ist nur noch ein Drittel, der ist nur noch ein Drittel haltbar. Wenn wir jetzt da runtergehen in die Hütte, geht der dann kaputt? Ja, hast du noch also eine andere Waffe? Ja, die Machete hätte ich dann noch. Oder die Mehrzweckaxt. Aber die Machete... Wie ist bei dir die Mehrzweckaxt? Ist die halb? Ach, die ist genauso kaputt. Nee, der ist genauso kaputt wie der Baseballschläger. Dann hätte ich hier das Jagdgewehr, wo 3/4 ganz ist. Oder ich habe die... Axt ist doch okay. Ja. Aber jetzt hat sie noch die Keule. Ja, ich hau erstmal mit der Keule. Ja, ja. Und sonst rennst du ein bisschen weg, wenn du merkst, da geht nichts mehr. Ja, ich renne hier in diese Richtung wieder zurück, wo keine Gegner mehr sind. Genau. Weil ich wir gehen erstmal in das kleine Häuschen, oder? Ich habe gestern auch nicht unbedingt immer drauf geachtet, habe einfach wild um mich rum geschlagen. Kann man mal machen. Hier ist ein Eitersack in der Kiste hier draußen. Okay. Ein Eitersack. Ja. Sehr nett. Ach nee, hier ist bei mir nichts drin gewesen, habe ich schon gecheckt. Okay. Hier waren wir ja vorher. Ich wollte aber da hier noch... ist wieder alles voll bei mir. Ja, hier hat's Beutel, Düngemittel. Nehmen wir mal gleich. Diese Werkbank hier, diese Bastelwerkbank. Da kannst du auch irgendwas machen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt schon was herstellen kannst. Kombi-Schraubenschlüssel nehmen. Nee, an dieser Werkbank kann ich nichts machen. Hier kannst du auch die Gegenstände verwerten.
Aber was kann man hier herstellen? Energiemunition, Explosivmunition, Granate und Mine und so. Okay, das ist die Munitionsherstellungs-Dingsi-Bumsi. Brauche ich jetzt nicht. Aber okay, wenn man den Bauplan findet, kannst du auch die dann bei dir aufstellen in dein Camp. Oder in unserem Camp. Aber wir müssen irgendwie zuerst die bestimmten Baupläne finden oder kaufen. Kaufen kann man auch zum Teil. Was? Da kommt schon einer. Der Typ da im Haus drinnen, wo wir gesagt haben. Ja, ich finde, haben. Wir haben gerade so schönes Wetter, wir gehen jetzt in das Haus und holen den da raus, oder? Ist hier was drin? Nein? Okay. Ah, hier liegt noch Düngemittel. Jede Menge Düngemittel. Hier, guck, auf der Terrasse, warte mal. Ach nee, warte mal, schießen lockt die alle an, oder? Ja. Ich also nehm's mal an. Ich nehm's mal an. Okay, dann schieße ich nicht. Also ist ja so im Spiel Walking Dead oder so. Ja, bei Scum ist das auch so. Oh, das Scum oder was war da noch? Hey, komm jetzt, ich will da rein. Ja, ich wollte nur gewichtlos werden. Ich habe 10 okay. Beutel Düngemittel. Oh ja, da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt bei Düngemittel. Das kann ich wahrscheinlich beim nächsten Mal lieber auch mal verlegen. Du, ich befürchte, da ist mehr als nur einer drin. Okay, egal. Ich hoffe, ich zerklopp dich nicht aus Versehen. Okay, andere Seite. Au! Okay. Wo bist du? Ich wollte mich von hinten anschleichen. Warte, ich habe dich noch nicht gelootet. Ja, hier oben hat es auch noch. Hier war ich schon gestern. Verbrannte Leiche, hat nichts. Hier im Koffer ist was drin. Da gibt es einen Wecker und einen Zettel. So ein Hinweis, Nachricht für Sammy. Okay. Irgendwas mit stellender Bruderschaft aktualisiert. Abby's Bunker. Okay, cool. Wir können eine schicke Haarbürste. Irgendwo ein. Was hast du? Schon wieder? Eine Zahnbürste schick. Und die Schreibmaschine eingesteckt. Ja, die ist nicht mehr da. Okay. Nee, das, was du eingesammelt hast, war für mich auch nicht mehr da. Die Leiche und so ist es leer. Ja, ich habe vorher hier mitnehmen. Stand doch auf dem Tisch noch eine Schreibmaschine und noch was anderes. Ja, das habe ich jetzt. Das macht ja gar nichts. Du, aber eben. Ich habe jetzt aber auch gerade den Zettel einfach eingesteckt und habe jetzt eine Aktualisierung auf der Map. Ja, Abby's Bunko. Wir können da irgendwo ein Bunko finden, wo wir wahrscheinlich da Gegner und dann looten können. Aber die ganzen Leichen und so, das ist bei mir hier leer. Ja, die sind leer. Da war nichts drin. Okay. Hier hat's noch Bierflasche, Schneidbrett, Kaffeekanne. Was war das? Ah, Schmortopf. Dann nehmen wir den auch. Kühlschrank. Ist nichts drin. Okay. Hier ist die Wohnstube. Hier hat's eine Tür. Milena, magst du die Tür öffnen? Ja, mach ich gleich. Warte mal kurz. Hier ist nur die Toilette. Hier kannst du dir Wasser. Achso, hier kannst du dir Wasser mitnehmen aus dem Becken, ne? Hast du das gemacht? Ja. Ist nichts drin. Okay. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich muss mir kurz die Haare bürsten. Also ich nehme an, dass ich jetzt diese leere Flasche irgendwie fülle. Obwohl es heißt nur schmutziges Wasser hinzugefügt. Nee. Ich wollte gerade sagen, also ich kann das auch immer wieder ein neues Wasser sammeln, ohne dass ich Flaschen im Inventar habe. Hey. Oh Gott, was ist das? Was war das? Hä? Ich glaube Terrasse. Terrasse. Ich muss. Was ich Wo muss? Ist es? Hier draußen.
Oh oh, Hilfe! Okay. Gott, so viel. Oh nein! Ich bin auf die andere Seite gerannt. Au, 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 au! Hey! Da sind andere Spieler gerade gekommen, die haben die, glaube ich, angelockt oder so. Auf der anderen Seite sind nämlich zwei Spieler gerade. Ja, ich sehe es. Ah, ja, das war gerade ziemlich gefährlich, meine. Wir sind noch unter Level 5, also die können uns noch gar nichts. Von dem her. Man weiß ja nie, wie die drauf sind. Ach, ich bin da ganz entspannt. Oh ja, mich auch. Mich stört's nicht. Kannst du mich. Ich habe mich nur gerade so erschrocken. Kannst du mich tausendmal töten, das ist mir egal. Autsch! Oh nein, der hat so eine Leiche aufgemacht. Einfach ein bisschen wegbleiben, weil die spritzen dann irgendwie so. Siehst du ja den grünen Qualm. Ja, ja, aber der hat ihn genau neben mir aufgemacht. Okay. So, ich glaube, ja, Holz kann ich langsam nicht mehr sammeln, das ist unnötig. Wollen wir nochmal zur Werkbank zurück, ein bisschen was zerlegen? Ist ja gleich die Hütte hier gewesen, ne? Ja, können wir.